Schau mal, du darfst nicht deine Aura zeigen, du darfst auch die Aura von den anderen nicht anschauen. Warte mal, wie viel zweiten sich dann von den Gelehrten bezüglich Aura, die Mara, die Mara, das bedeutet Aura, was sie bedecken sollte. Es gibt manche Gelehrten, die sagen Aura, die Mara, die Mara, das ist zwischen Bauchnabel und Knien, wie Männer. Wie Männer. Und die sagen auch das von natürlich Brust und sowas muss sie bedecken. Das ist eine Ansicht. Die andere Ansicht ist, Aurat al-Mar'a lil-Mar'a, Muslimat, wir reden über Muslime. Weil eine kafire Frau, die ist wie ein Mann. Ja. Also wenn eine kafire ist, die Muslime, die darf überhaupt nichts zeigen. Außer ihr Gesicht und Hände. Wenn man der Ansicht vertritt, dass Gesicht und Hände zu zeigen sind. Aber unter Muslimat, die zeigt die Stellung von Udo. Ein bisschen mehr kein Problem, zum Beispiel bis hier kann sie zeigen, bis hier kann sie zeigen. Sie kann ihr Hals, Nacken, Haare zeigen, sie kann zum Beispiel ihre Beine bis ungefähr Knie zeigen, kein Problem. Unter Muslimat.